strategische Prinzipien umschrieb. Selbst die anwesenden Großmeister konnten der Partie nicht mehr folgen. So schrieb Raymond Keane in der englischen Times. Ja, diese geheimnisvollen Worte über die 14. Partie zu enträtseln, hilft mir heute Hajo Hecht, Großmeister aus München. Hajo, es freut mich, dass du da bist. Hajo, was ist denn eigentlich deine Meinung über den Wettkampf bisher, über die erste Londoner Hälfte und jetzt den Beginn von Leningrad? Ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von der Art und Weise, wie Kasparov seine Partien anlegt und den Gegner fast, würde ich sagen, zu Fehlern zwingt, weil er äußerst komplex spielt, sehr schwierig spielt, fast so wie vor mehr als 14 Jahren der schon legendäre Bobby Fischer. Ich glaube, dass nicht nur ich begeistert bin, sondern ich glaube, viele Schachjünger überhaupt. Ja, übrigens, du sagst gerade Bobby Fischer, ist ja jetzt eine Meldung auch noch gekommen, was davon zu halten ist, das sei dahingestellt, möglicherweise doch wieder eine Ente wie so viele andere, aber Bobby Fischer will in die Schachszene zurückkehren, er hat einen Revanchekampf oder einen Kampf gegen Kasparov angeboten, wenn ihm 5 Millionen Dollar bezahlt würden. Was hältst denn du davon? Naja, zunächst einmal glaube ich schon, dass das eine Ente ist, das in den Jahren zuvor gab es solche Meldungen auch schon. Im Übrigen glaube ich, wir haben einen Garry Kasparov, der vielleicht noch dynamischer spielt, als Bobby Fischer zu spielen in der Lage war früher. Wir haben so einen Spieler und wir lassen es lieber bei der Legende Bobby Fischer als bei der möglichen Realität für vielleicht sehr viel Geld heute. Also du meinst, der Kasparov müsste sich heutzutage, so wie er spielt, vor Bobby Fischer nicht verstecken und bräuchte keine Angst zu haben? Nein, meines Erachtens gar nicht. Wenn man die Partien ansieht, dann hätte ich keine Befürchtung. Ja. Es scheint ja wirklich auch im Moment so zu sein, als ob Kasparov und Karpov, also weit, weit vor allen übrigen Spielern in der Welt stehen und also niemanden hier zu fürchten haben. Wie ist es denn eigentlich in Deutschland? Kommt eventuell eine Gefahr aus Deutschland wieder für diese beiden Sowjets? Derzeit glaube ich noch nicht. Wir haben einen kleinen Umbruch in Deutschland. Stehen tut Robert Hübner nach wie vor. Man findet seinen Namen in den ganz großen Turnieren, bei den ganz großen Turnieren dieser Welt. Unzicker, Lothar Schmidt sind nicht mehr aktiv. Aber wir haben vier neue Namen, wenn ich nur Erik Lobron nenne, Ralf Lau, Stefan Kindermann und Bischoff, Klaus Bischoff. Diese Namen findet man heutzutage in den Turnieren mit recht guten Erfolgen mittlerweile. Aber es wird noch seine Zeit brauchen, ehe diese Spieler das Niveau erreichen können, das vielleicht Spieler wie Unzicker, Darger, Schmidt früher hatten. Also auf lange Sicht bist du hoffnungsvoll. Ich bin sehr optimistisch sogar, ja, was das deutsche Schach anbelangt. Und ich würde sagen, die Mannschaftsweltmeisterschaft, die wir in Luzern gespielt haben in den vorigen Jahren, wo Deutschland recht schlecht abschnitt, das wird sich schon reparieren lassen. Mhm. Aber wenn wir uns die innerdeutsche Szene betrachten, also in Deutschland in der Breite tut sich ja sehr viel. Die deutsche Bundesliga zum Beispiel ist sehr attraktiv, auch für viele Ausländer, die drängen förmlich hinein, egal ob es ein Spassky, Miles oder wer auch immer sein mag. Also wirklich fast das alle Herren Länder. Es wurde sogar schon gemunkelt, dass Kasparov vielleicht mal spielte, was ich nun sicher nicht glaube. Aber du selbst spielst ja für den deutschen Mannschaftsmeister Bayern München und ihr wart in den letzten 4 Jahren 3-mal deutscher Mannschaftsmeister. Warum hat eigentlich Bayern München hier so eine Vormachtstellung, ähnlich wie im Fußball? Ich glaube nicht, dass Bayern München eine Vormachtstellung hat, aber Bayern München ist halt ein Sammelbecken für viele begabte junge Spieler im deutschen Raum. Und der Unterschied beispielsweise... Welche zum Beispiel nennt man da? Also insbesondere Stefan Kindermann und Klaus Bischoff und aber auch solche Spieler wie Hertneck und Hickel, die ganz schön im Kommen sind und die auch schon mittlerweile den Titel eines internationalen Meisters haben. Und das besagt schon eine ganze Menge. Und der Abstand zu solcher nominell unheimlich starken Mannschaft wie Soling, der ist nicht besonders groß. Auch wenn dort dreimal solche Spieler wie Short, Hübner und Spassky spielen. Der Unterschied ist nicht so groß, als was man da unbedingt verlieren müsste. Und wir haben es gezeigt, wir müssen nicht verlieren. Und die Begeisterung der Jungen, gemischt also mit dem alten Element Hajo verbunden, das scheint also offenbar recht gut zu wirken. Ja, das alte Element. Ja, ich selbst stimmt, ja. Ich bin ja wirklich schon der älteste Spieler in der Mannschaft. Am Übrigen aber haben wir so viele junge Spieler. Und nicht nur in diesen beiden genannten Vereinen, sondern mittlerweile auch in so einem guten Verein wie Hamburger Schachclub, wenn ich nur den Namen Wals vielleicht nenne, der in der Rangliste mittlerweile schon überraschend hochgekommen ist in Deutschland. Ja gut, also ich glaube, wir können insgesamt also im deutschen Schach, wenn wir Hajo hier glauben mögen und oder wollen, doch ganz zufrieden und beruhigt in die Zukunft schauen. Aber jetzt doch wieder ein Blick zurück nach Leningrad, also unserem Hauptanliegen eben in diesen Tagen. Und da erstmal eine Impression von Leningrad überhaupt und vom Matchbeginn dort.
Newski-Prospekt ist Einkaufs- und Flanierzentrum wie ehedem. Fassaden und Hinterhöfe kämpfen tapfer gegen den Verfall an. Hauptstadtprivilegien und Revolutionen liegen lange zurück, fast 70 Jahre. Der Winterpalast der Romanows erliegt heute nur noch dem Ansturm der Touristen. Leningrad ist auch die Wiege des russischen Schach. Am Kutusow-Ufer 24 wurde 1853 der erste Schachmatni-Club von St. Petersburg gegründet. Im Stadtzentrum entstanden weitere Clubs. Schach war jedoch oft nur Fassade. In den Hinterzimmern am Moika-Kanal traf man sich zu revolutionären Debatten. Schriftsteller und Wissenschaftler wie Tschernyschewski, Nekrassow, Mendelejew, Pissarjew kamen hier zusammen, ehe sie gemaßregelt, verhaftet, verbannt wurden. Heute beherbergt das Haus die Städtische Universität für Marxismus-Leninismus. Das Eiscafé Niewski Prospekt 24 hieß früher Café Dominica, Treffpunkt der Petersburger Schachbohem. Mit ausgeliehenen Figuren, 20 Kopeken die Stunde, lernte hier ein gewisser Tschigorin seine ersten Züge. Innen drehen? Nein, heute geschlossen. Michail Ivanovich Tschigorin wird durch eine Tafel an seinem Wohnhaus als der Gründer der russischen Schachschule ausgewiesen. Die Straße kann damals aber noch nicht nach der Roten Armee benannt gewesen sein. Petersburg war schon vor dem Ersten Weltkrieg ein Weltzentrum des Schach. Das bekannteste Turnier fand 1914 in diesem prachtvollen Gebäude statt. Erster Lasker, zweiter Capablanca, dritter Aljochin. Durch dieses Portal schritten die ersten Großmeister der Schachgeschichte. Anschließend war Empfang beim Zaren. Seit 1927 ist der Weltmeistertitel mit nur kurzen Unterbrechungen fest in der Hand der Russen. Petersburg, nunmehr Leningrad, blieb Schachmetropole. Selbst während der deutschen Belagerung unter Artilleriebeschuss wurden 1943 noch Stadtmeisterschaften ausgetragen. Der zentrale Schachclub Leningrads, nach Tschigorin benannt, hat heute 1000 Mitglieder. In der 4-Millionen-Stadt gibt es derzeit, so sagte man uns hier, etwa 35.000 qualifizierte Spieler. Die Zahl der Ljubitelni, der Schachliebhaber, läge bei 150.000. Abends, nach Arbeitsende, seien die Tische in den Clubs immer besetzt. Für die Sowjetunion war es Ehrensache, darauf zu bestehen, dass zumindest eine Hälfte der Weltmeisterschaftsrevanche im Lande in Leningrad ausgetragen wurde. Letzten Freitag erwiesen sich beide, Weltmeister Kasparow und Herausforderer Karpow, gesundheitlich wohldisponiert und traten fieberfrei zur 13. Partie an. Die Dauerkontrahenten haben in den verflossenen Monaten wenig freundliche Worte übereinander verloren. In London scheinen sie sich jedoch wieder nahe gekommen zu sein. Im Flugzeug nach Leningrad sollen sie sogar Karten miteinander gespielt haben. Poker, wie böse Zungen sagten, ohne jedoch den Gewinner nennen zu können. 17 Uhr am Freitag gab Oberschiedsrichter Lothar Schmidt aus Bamberg das Spiel per Knopfdruck auf die Schachuhr frei. Wenn gespielt wird, muss die lärmende Arbeit auf dem Bauhof hinter dem Hotel ruhen, nicht etwa wegen der gewöhnlichen Gäste dieser Nobelherberge. Im abgetrennten Foyer bei weitem nicht mehr so ein Publikumsandrang wie bei den Moskauer Matches der beiden. Das Ende ist abzusehen. Mehr als 24 Partien gibt es diesmal nicht. Keine unendliche Geschichte mit dem Zauberer Kampomanes hinter den Kulissen. Kasparow ist der Titelverteidigung nach dem Gewinn der 14. Partie am Montag-Dienstag recht nahe. Und dann? Fachleute sehen in Kasparow und Karpow, die sich fast 100 Partien gegenübergesessen sind, die derzeit besten Schachspieler der Welt. Und sie vermuten, dass diese beiden noch einige weitere Jährchen miteinander um die Schachkrone kämpfen werden. Ein Ende der K&K-Schachmonarchie ist also nicht abzusehen. Jetzt wollen wir Ihnen aber gleich die 14. Partie zeigen, die Siegpartie Kasparows, eine unergründliche Partie, die in vielem an den alten Zauberer Bobby Fischer erinnert. Ja, hier haben wir schon die Stellung nach dem 16. Zug von Karpow als Schwarzem, Kasparow für die weißen Steine. Es war eine spanische Öffnung, es ist schon eine recht schwierige Stellung entstanden. Hajo, kannst du die mal ein bisschen erläutern? Die Position, Helmut, ist, weiß Gott, sehr schwierig. Sie ist gekennzeichnet durch die Vorherrschaft des Weißen im Zentrum. Man beschaue sich die Bauern E4 und D5.
Dafür hat Schwarz eine Bauernmehrheit am Damenflügel. Und der Bauer C5 hat Gelüste, nach C4 zu gehen, damit der vorgeprellte Springer auf B4 einen schönen Stützpunkt auf D3 bekommen kann. Die Läufer auf beiden Seiten machen einen eher bescheidenen Eindruck. Sie sind entweder durch eigene Bauern eingeschränkt oder durch feindliche irgendwie blockiert. Es wird also sehr wichtig sein, die Figuren aktivieren zu können. Ja, und hier hat jetzt Kasparow Turm A3 gespielt. Ein Zug, der nicht neu ist. Man muss überhaupt dazu sagen, dass die ganze Position schon des Öfteren da gewesen ist. Und nicht nur vielleicht vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr, sondern schon vor 6 Jahren und vor 4 Jahren sind Partien so gespielt worden. Turm A3 hat Gufeld schon gespielt vor 4 Jahren gegen einen anderen Russen, Timoschenko. Dieser Turm möchte gerne den Schwenk nach E3 Richtung Zentrum und eventuell nach Wegzug des Springers F3 auch nach G3 wagen, mit Druck gegen den schwarzen König auf der G-Linie. Also hier über die dritte Reihe schwenken. Also Schwarz muss sich irgendwie am Königsflügel ja wahrscheinlich entweder vorsehen oder gleich das Gegenspiel am Damenflügel suchen. Und das hat er hier auch gemacht, Karpow, mit C5, C4. Ja, das ist ganz konsequent, denn der andere Springer von D7, der möchte nun gerne über C5, vielleicht auch über E5, ja, das ist der gleiche Weg nach D3 kommen. Und Weiß muss nun sofort etwas tun, um diesen Gelüsten irgendwie Einhalt zu gebieten. Er nimmt deswegen auf B5 weg und markiert dort eine Bauernschwäche. Ja, natürlich nimmt Schwarz hier Schwarz wieder. Nimmt wieder, klar. Ja. Und nun der Sprung nach D4. Ja, das will ja den Bauern B5 wegnehmen, angreifen, eventuell also auch hier nach C6 mal einspringen. Auch oder eventuell auch hier nach F5 kommen, um ja, auf den Flügel nach rüber. F5 in Verbindung mit dem schon erwähnten Turm G3. Also hier liegen ja die Spielchancen von Weiß auf dieser Seite. Aber zunächst einmal muss sich ja Schwarz um diesen Bauern B5 irgendwie kümmern. Ja, aber Karpow hatte hier offenbar Angst gehabt, also dass der Turm jetzt wirklich so schwenkt, wie du es gerade angedeutet hast, und hat hier sich zum Turmtausch entschlossen. Mir gefällt das eigentlich nicht so gut. Weißt du, Dame B6 würde die Stellung irgendwie viel mehr in der Schwebe halten, den Springer D4 angreifen und eben dem Plan, mit dem Springer nach D3 zu kommen, besser entsprechen. Mir gefällt das besser, aber es kann schon sein, wie du sagst, dass Karpow Angst gehackt hat vor Springer F5. Das kann schon sein. Gut, er hat auf jeden Fall jetzt also hier erstmal den ersten Feind, der seinen König zu Leibe rücken kann, entfernt. Turm schlägt A3. Der Turm wird natürlich wieder genommen. Und da sieht man aber auch schon, dass die Idee von Schwarz, mit einer Figur auf D3 zu erscheinen, eigentlich daneben gegangen ist. Denn nun muss der Springer nach D3. Der ist ja angegriffen. Also er muss, ob er will oder nicht, gleich nach D3, ja. Ja, und wenn er nun dort genommen wird, und das ist also logisch, dass er dort geschlagen wird. Er greift immerhin Turm und Läufer an und steht riesig und droht verstärkt zu werden von seinem anderen Kompagnon. Also er muss gleich entfernt werden, ist ganz klar. Läufer schlägt D3. Und natürlich nimmt der Bauer wieder C4, schlägt D3. Und erstmals erscheint also hier ein schwarzer Bauer auf D3. Wenn Sie die Partie verfolgen, so werden Sie sehen, nachher wird noch ein ganz anderer Bauer auf diesem Feld erscheinen, nachdem dieser hier ein Kind des Todes ist. Aber offenbar war beides bisher, also 21 Züge lang jetzt schon, vorbereitet, denn Kasparow hat erst 35 Minuten, Karpow gar erst 24 Minuten verbraucht. Also offenbar haben beide diese Stellung angestrebt. Erstaunlich eigentlich, wenn man meint ja, Schwarz-Weiß könnte jetzt hier auf B5 auch noch den Bauer nehmen, Hajo. Das wäre ein sehr naheliegender Gedanke und ich glaube sogar, dass Karpow möglicherweise damit gerechnet hat. Mindestens muss er in seinen Analysen dem Rechnung getragen haben. Wenn man den Bauern nimmt, na ja gut, dann bekommt Schwarz Gelegenheit, seine Figuren doch etwas schneller zu aktivieren. Nicht? Er kann die Dame dann nach A5 etwas stellen mit Angriff auf diesen Springer. Der Turm wird freigemacht. Schwarz lebt einigermaßen, ohne dass man nun ganz klar sagen könnte, dass er wirklich ausreichende Kompensation für diesen Bauern hätte. Aber Schwarz spielt mit und genau das möchte Kasparow vermeiden. Ihm sind zwar etliche Figuren abgetauscht worden, also genau 2, und dabei das Läuferpaar auch halbiert worden, aber nun taucht eine Figur auf, die bisher auch nicht besonders gut stand, der Läufer. Ja, und der Zug hat ja offenbar Karpow sehr überrascht. Er hat also 40 Minuten lang hier überlegt, bis er schließlich sich zu Dame A5 entschloss. Ja, er muss natürlich den Bauern B5 decken und dem Turm auch einmal die Möglichkeit einräumen, über die C-Linie oder über die A-Linie zu kommen. Auffällig ist übrigens an dieser ganzen Position, dass nach wie vor beide schwarze Läufer recht schlecht stehen, aber alle weißen Figuren doch mehr oder weniger schön aktiviert werden konnten. Es droht vor allen Dingen einmal Springer C6 oder aber auch Springer F5 mit deutlichen Gelüsten
Richtung Königsflügel. Ja, und das passiert ja jetzt auch wirklich. Springer D4, F5. Vielleicht aber kann man auch dazu noch sagen, gerade diese Phase, nachdem sie die erste so schnell gespielt haben, die hat beide also erheblich viel Kopfzerbrechen und Zeitverbrauch gekostet. Diese vier Züge hier kosten beide 2,5 Stunden Zeit insgesamt. Und Karpow stand überhaupt nicht mehr von seinem Stuhl auf, während Kasparow doch noch gelegentlich also auch hinter die Bühne ging. Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Kasparow als großer Hexenmeister so eine Stellung mehr liegt als Karpow, der doch mehr eine solide, gediegene Stellung vorzieht. Aber dieser hier ist durchaus ganz und gar komplex und außerordentlich schwierig zu spielen. Wenn man hier einem guten Angriffsspieler widerstehen will, muss man auch sehr gute Züge finden. Ja, und eigentlich verständlich, jetzt immerhin der Springer F5, der leuchtet nach G7 oder H6, also im Verein meinetwegen mit dem Läufer B2. Und an und für sich verständlich, dass Karpow hier mit Springer E5 sich in die Bresche wirft und die Diagonale dieses Läufers hier von B2 unterbricht. Ja, nicht nur das, er verhindert damit zumindest vorläufig auch so einen Damenausfall wie Dame G4 etwa. Mhm. Das könnte sehr unangenehm geworden sein für Schwarz. Ansonsten hätte man erwartet, den Springer irgendwann einmal jetzt statt Springer F5 hätte man den Springer herauswerfen können mit G6. Das wäre möglich gewesen. Aber gut, er hat besser den Läufer blockiert. Aber jetzt wieder ein ganz erstaunlicher Zug von Kasparow. Er nimmt mit seinem Läufer den Springer weg, gibt also auch seinen zweiten, seinen doch sehr gut stehenden Läufer her gegen diesen Springer. Nicht nur das, er verbessert automatisch die Bauernstellung des Schwarzen, denn der Bauer D6 geht nun nach E5. Außerdem wird der Bauer A3, ja, der ist weg, nicht? Das ist ein Kind des Todes, der ist verloren. Und der Läufer F8 kommt zu sehr schönem Leben. Der Läufer kommt zu Leben. Das ist an und für sich eine offene Stellung, in der Schwarz jetzt mit seinem Läuferpaar, und gerade mit dem Läuferpaar ist ja Karpow ein Meister, agieren kann. Also eigentlich ganz erstaunlich, wie Kasparow gegen alle geheiligten Sätze der Lehrbücher hier agiert. Ja, einigermaßen überraschend ist das schon, auch für mich. Auffällig bleibt aber immerhin, dass er einen sehr schönen und starken gedeckten Freibauern auf D5 nun erhalten hat auf diese Art und Weise. Und der, solange er dort auf D5 stellt, auch den Läufer B7 völlig kalt stellt. Insofern ist das schwarze Läuferpaar noch nicht so kräftig. Der schwarze Läufer gehört eigentlich nach D7, dieser Läufer auf B7. Dort würde er viel besser stehen. Außerdem muss sich Schwarz immer noch kleine Gedanken um den Königsflügel machen. Ja, Hajo, ist es eigentlich so die Angst des karpowschen König vorm Kasparow? Ich könnte mir vorstellen, so ein bisschen schon. In den Wettkämpfen vorher hat eigentlich Karpow das Geschehen mehr diktiert. Aber in diesem Wettkampf fällt mir auf, dass es eben Kasparow ist, der die Probleme stellt und ja immer sehr aktiv und dynamisch spielt, auch gegen den König gerichtet natürlich. Und dem Karpow gefällt sowas natürlich nicht. Und er möchte doch immer schauen, dass er eine grundsolide Stellung bekommt. Ja, die hat er jetzt, weiß Gott nicht, aber schauen wir doch mal, wie es weitergeht. Ja, und da haben wir schon wieder die Stellung. Und ich sagte schon, die letzten Züge, die waren also äußerst schwierig auch für beide zu finden. Der Zeitverbrauch war sehr groß. In dem Moment hat jetzt Kasparow als Weißer noch 63 Minuten, Karpow hingegen nur noch 29 Minuten für die restlichen 15 Züge gehabt. Also durchaus schon bei Karpow als Schwarz eine leichte Zeitnot. Und Kasparow spielte hier Springer B3, was die Dame angreift. Und im Bestreben, den Bauern D3 sofort zu erobern. Mhm. Ja, und jetzt hat Karpow den Bauern auf A3 nicht weggenommen, sondern ist mit der Dame nach B6 zurückgegangen. Warum, Ajo? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass Schwarz dadurch seine Figuren besser koordinieren kann. Er will mit einer Leichtfigur, also mit dem Läufer von F8 auf A3 nehmen oder auch mit dem Turm, der nach A8 gehen könnte. Und die Dame steht, denke ich, auf B6 doch viel besser als auf A3, wo sie so ein bisschen abgeklemmt wäre. Ja. Na gut, auf jeden Fall nimmt jetzt Weiß hier den Bauern auf D3, dieses Kind des Todes, wie du es vorhin nanntest. Ja, und Schwarz hat noch ein bisschen Zeit. Er spielt einfach Turm A8. Mhm. Also er aktiviert seinen Turm. Der Bauer A3, der läuft ihm ja auf keinen Fall davon. Nein, wenn er den einmal geschnappt hat, dann könnte auch der Bauer B5 ein kleiner Trumpf vielleicht für Schwarz werden. Mhm. Ja, jetzt spielt Kasparow Turm C1 und dafür hat er immerhin auch eine halbe Stunde überlegt. Was hältst du von dem Zug? Der Zug gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe ihn anfangs auch nicht so ganz verstanden, weil ja nichts unmittelbar droht. Aber er nimmt dem Schwarzen so ein bisschen Lebensluft. Der Läufer B7 sollte ja besser auf D7 stehen, aber er kann nun schlecht nach C8, weil dann das Feld C6 preisgegeben würde. Da könnte der weiße Turm eindringen. Mhm. Außerdem wird das Feld C5 noch mal angegriffen, sodass also eventuell mal ein Springer dahin könnte.
Aber eigentlich ganz verständlich, dass Karpow sich jetzt am Königshügel wehrt mit G7, G6, ja, den Springer auf F5 aus dieser beherrschenden Stellung rausschmeißt. Der muss mal raus da, ja. Und der geht natürlich jetzt nach E3 zurück. Und nun wird es Zeit, den Bauern auf A3 zu fressen. Ja, und er hat es mit dem Läufer getan? Ja, ein bisschen erstaunlich für mich schon, weil ich denke immer, dass die Bauern H6 und E5 bei Schwarz so etwas zur Schwäche neigen. Und wenn da so ein Springer auf G4 auftaucht, dann werden gleich beide zugleich angegriffen. Und es wäre für mich irgendwie natürlicher, wenn der Turm auf A3 genommen hätte. Ja. Aber vielleicht ist dem nicht so große Bedeutung beizumessen, wäre vielleicht ein Streit um das Kaiserspart. Analytisch nachweisen kann man da nicht sehr viel. Ja, auf jeden Fall nimmt jetzt Karpow hier mit dem Läufer. Immerhin ist der Turm angegriffen und weiß, muss auch erstmal reagieren. Eben, muss auf jeden Fall erstmal reagieren. Ja, der angegriffene Turm, der rettet sich nach A1 und greift seinerseits jetzt eventuell den Läufer an, der natürlich auch gedeckt ist. Ja, und wenn der nun zum Beispiel nach F8 zurückgehen würde, wäre an und für sich im Prinzip überhaupt nichts passiert. Mhm. Also du hättest den Läufer jetzt doch schon. Er hatte eigentlich seine letzte Verteidigungsfigur vom Königsflügel abgezogen, all seine Kräfte Karpow hier auf den Damenflügel geworfen. Aber das ist natürlich auch ein gefährliches Spiel. Ja, man kann dafür plädieren, den Turm vor allem auf der 8. Reihe zu lassen, um mehr Sicherheit zu haben. Aber er geht nun nach vorne, spielt aktiv, erstaunlich, auch bei knapper Zeit, erstaunlich. Ja, Turm A4. Andererseits, der Zug schaut ja auch wieder sehr schön aus. Der Turm ist hier gedeckt, der steht sehr gut. Er kann auf der 4. Reihe agieren. Richtig, Bauern E4 ist immer im Visier. Also schaut, und ich muss sagen, ich und ich glaube auch die meisten anwesenden Großmeister dort, die hatten den Eindruck hier, ja, Schwarz steht eigentlich prächtig, ja, und er hat nichts zu befürchten. Nigel Short, mit dem ich sprach, der meinte sogar, was, Schwarz hat die Stellung noch verloren? Und trotz alledem, also dieser erste Eindruck hier, wie trügerisch kann er doch wohl sein? Denn wenn man näher hinschaut und dann also auch das genaueren Analysen unterwirft, plötzlich sieht man, wie schwer es doch für Schwarz zu spielen ist. Ja, und Weiß geht jetzt auch sofort zur Sache. Er greift nämlich genau die schon vorher bezeichneten Bauern auf H6 und E5 an, der Spielspringer G4. Und er droht vor allen Dingen den Bauern H6 mit Schach zu nehmen. Und den muss sich Schwarz eigentlich zuerst kümmern. Ja, und eigentlich beide sind ja nicht zu gleicher Zeit zu decken. Jetzt hat also Karpow 4 Läufer F8 gespielt, den Läufer zurück. Ja, was taktisch in Ordnung ist, denn wenn Weiß den Bauern E5 nehmen will, dann kann er das nur auf zweierlei Art und Weise machen. Entweder er nimmt zuerst den Turm auf A4. Dann nimmt natürlich der Bauer wieder. Ja, und dann hängt der Springer B3. Und greift den Springer. Insofern hat er gar keine Zeit, dann hier zu nehmen. Oder er nimmt eben sofort. Ja. Und dann tauscht sinnigerweise Schwarz auf A1 und dann erscheinen da zwei kurzbeinige Springer auf der langen Diagonalen und dann kann Schwarz entweder Läufer G7 oder Dame F6 spielen und die Folgen sind dann nicht gerade angenehm für Weiß. Ja, gut, das hat natürlich also auch hier Kasparow gesehen und er spielt jetzt Turm C1. Er vermeidet also den Turmtausch, der nur Schwarz in die Hände arbeiten würde und erscheint wieder mit seinem Turm. Also dieses Hin- und Herschwenken des Turmes, das gefällt mir also auch, ja, diese Feinheit. Ja, und das stellt eben den Karpow jetzt immer wieder vor Probleme. Er muss jetzt sich definitiv um den Schutz des Bauern E5 kümmern. Ja, und das ist ja offenbar sehr schwer, also so Züge F7, F6. Ja, das lockert natürlich. Ich persönlich würde noch am ehesten dazu neigen, aber das ist auch ein ganz kritischer Zug. Ansonsten käme noch Läufer G7 in Betracht. Aber das gibt dann wiederum das Feld C5 Preis, da könnte ein Springer einsteigen. Und auch das Feld D6 ist dann nicht mehr so gut unter Kontrolle. Ja, aber der aktuell gespielte Zug von Karpow, immerhin nach 6-minütigem Nachdenken, und er hat danach nur noch 7 Minuten für die letzten 9 Züge gemacht, war eben damit D6, womit er den Bauern E5 deckt. Aber auch, was du gerade sagtest, auch damit gibt er ja dieses Feld C5 Preis. Allerdings, und Kasparow macht also auch dankbar Gebrauch davon. Er erscheint schon mit dem Springer da und greift gleichzeitig Turm und Läufer. Also wenn immer man in der Partie gemeint hat, Schwarz hat nichts anbrennen lassen bisher, so muss man an der Stelle wohl schon sagen, hier ist ihm etwas verloren gegangen, nämlich der Doppelangriff, ja eigentlich der Dreifachangriff auf B7, auf A4 und auf B5. Das kostet ihn jetzt Material. Obwohl er sich ja eigentlich mit Turm C4 noch zu retten scheint. Der Turm droht hier auf C1 zu nehmen. Und verständlich, dass also Weiß jetzt selbst wegnimmt auf C4 und auch Schwarz natürlich den Turm hier wieder nimmt. Aber der Schein trügt hier, ja, denn der angegriffene Springer auf C5, der rettet sich nämlich nur, indem er den Läufer auf B7 nimmt und die Dame seinerseits angreift. Also Weiß achtet gar nicht des eigenen Angriffs auf seine Dame.
Natürlich nimmt jetzt hier Karpow die Dame auch weg und lustigerweise erscheint jetzt zum zweiten Mal hier ein Bauer auf D3. Und der aber von dem Springer G4 kontrolliert wird. Nicht? Er kann jederzeit nach E3 zurück. Das Umwandlungsfeld E3, D1 hier im Auge hat. Sonst scheint ja der Bauer recht gefährlich. Aber wahrscheinlich hat es Karpow da bei der Abwicklung doch im Auge gehabt und hat aber in der Eile der Zeit eben dann doch was übersehen. Ja, ja, ist bestimmt kein Glück für Kasparov, wenn wir das gesehen haben. Ja, jetzt hat also Kasparov auf D6 auch die Dame weggenommen. Ja, der Läufer muss wieder nehmen. Läufer nimmt wieder. Oh, und Weiß spielt nun ganz vorsichtig König F1. Er vermeidet jede Aktivität. Also hier springt er mal H6, das hätte nur Schwarz Gegenchancen eingeräumt. Er möchte auf D3 die Bauern gewinnen und dann ist die Sache gelaufen für ihn. Ja, und jetzt muss natürlich auch Schwarz wirklich mit dem König nach G7 gehen, also den Bauern H6 decken, weil jetzt drohte der wirklich genommen zu werden. Und Weiß spielt ganz einfach F2, F3. Das gefällt mir hier so die Bauernkette. Er stellt alle Bauern auf Weiß, er richtet so eine Barrikade, vor allem auch bei dem schwarzfeldrigen Läufer von Schwarz. Ja, der stempelt den zu einer regelrechten Null, der kann nur noch decken und nichts mehr angreifen. Ja. Na gut, also Schwarz versucht jetzt mit F7, F5 hier noch für Verwirrung zu stiften, den Springer anzugreifen. Aber der denkt gar nicht hier an Nehmen, sondern geht einfach nach F2 zurück. Also hält die Stellung geschlossen und gerade in der geschlossenen Stellung fühlt sich ja so ein Springer wohl. Und der Bauer D3 ist jetzt angegriffen, der muss sich nach vorne retten. Ja, ja, und wird angegriffen mittels König E2. Ja, jetzt ist also schon wieder eigentlich nur eine Deckungsmöglichkeit, eben mit Läufer B4. Ja, nun das alte Leiden wieder. Der Springer F2 geht nach D3 und greift E5 und den Läufer B4 an. Dann kriegt gleich den nächsten. Gut, da gibt es nur eine Deckungsmöglichkeit. Das war ganz nebenbei auch der 40. Zug hier von Karpow als Schwarzen. Er hatte noch weniger als eine Minute Zeit. Und scheinbar ist alles gedeckt, aber doch nur scheinbar. Denn er hat ja dann ohne Wiederaufnahme aufgegeben. Warum eigentlich, Hajo? Ja, ich denke, dass der Abgabezug von Weiß hier Springer C5 gewesen sein wird. Ja, der war's. Das war so, ja. Und was kann dann, wie kann Weiß dann weiterspielen nach Springer C5? Welcher ist der Plan? Er spielt einfach den Springer zurück nach B3. Mhm. Dann nimmt er mit dem Springer auf D2. Ja. Tauschen darf Schwarz nicht, weil das Bauernendspiel verloren wäre. Mit dem gedeckten Freibahn auf D5. Und dann ist der Gewinn nur noch eine Frage der Technik. Ja. Ja, mit diesem Sieg ist also Kasparov mit 2 Punkten in Vorsprung gegangen. Karpow müsste nun schon 3-mal mehr gewinnen in den maximal letzten 10 Partien, um den Titel zurückzuerobern. Und es wird sehr, sehr schwer sein. Hajo, kann man Karpow eigentlich schon abschreiben? Ich würde ihn nicht abschreiben, auch nicht in der Situation. Man kann immer Kräfte mobilisieren, die man nicht für möglich hält. Spassky hat einmal gesagt über Karpow, er sei innerlich wie ein Tiger, auch in solch einer Situation. Ja, schauen wir, ob der Tiger noch zurückspringen kann. Was wir auf jeden Fall Ihnen anbieten können, ist einmal mehr unsere kommentierten Partien heute von Hajo Hecht, also von dem Großmeister. Und wenn Sie das wollen, dann schreiben Sie bitte an folgende Adresse, an den Norddeutschen Rundfunk, Stichwort Schach, Postfach 777, 2000 Hamburg 54. Und vergessen Sie bitte schön nicht, einen frankierten Freiumschlag mit 1,10 € freigemacht beizulegen. Ja, Hajo, es hat mich gefreut, dass du heute da warst. Das war's eigentlich schon. Ich möchte mich bei Ihnen jetzt verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.